In diesem Herbst ist es soweit, Valve bläst zum Angriff auf die heimischen Wohnzimmer, da wo bis jetzt nur Konsolen und Blu-ray-Player zu Hause waren. Auch da soll Steam eine Spieleplattform sein, die bequem funktioniert. Valve bietet damit In-Home-Streaming, einen überarbeiteten Big-Picture-Modus für Steam, den Steam-Machines und vor allen Dingen mit dem Steam-Controller neue Möglichkeiten, auch im Wohnzimmer bequem zu zocken. Und genau um diesen Steam-Controller soll es in diesem Video gehen. Mein Kollege Jan Purok aus der Hardware-Redaktion hat sich das Gerät nämlich schon ein paar tagelang anschauen können. Jan, was genau ist das eigentlich und wieso sind da so komische Pads, wo eigentlich Analogsticks sein sollten? Ja, das ist Valves Versuch, die PC-Spiele auf die Couch zu bringen, beziehungsweise die, die schon auf der Couch sind, dass es denen ein bisschen leichter ist, ihre Spiele zu steuern. Und da haben sie sich dann eben überlegt, wie kombinieren wir jetzt am besten Tastatur, Maus, in irgendeiner Art und Weise. Dann haben sie zuerst rumprobiert mit so Bewegungssensoren. So wie bei der Wii vielleicht, so eine Steuerung? Ungefähr, ja. Dann sind sie aufs Gamepad gekommen, haben lange Zeit mit einem Trackball rumgespielt, wie man es von älteren Mäusen eben auch noch kennt, die eben dann oben diese Kugel drauf haben. Da war aber dann das Problem, dass da dann eben auch Dreck und so weiter in den Controller gekommen ist. Es war nicht ganz so genau. Ja, und dann sind sie eben auf Touchpads gekommen, wie man sie schon von dem Laptop eben her kennt. Haben damit rumprobiert und nach ein paar Prototypen, wo dann nur Touchpads waren, am Anfang war noch ein Touchscreen hier vorne drin, sind sie eben zu diesem finalen Produkt gekommen mit zwei Touchpads, einem Analogstick, trotzdem noch den normalen Buttons und noch ein paar Extras, wie zum Beispiel den Tasten auf der Rückseite. Die lassen sich ganz bequem mit so Ringfinger und vielleicht auch den Mittelfinger drücken, während man den Controller hält. Das finde ich so auf die Schnelle eine ganz coole Option. Ja, liegt gut in der Hand. Der neue dann Xbox Elite Controller wird es ja auch haben. Und ja, da kann man dann wunderbar in Shootern und so weiter das Nachladen zum Beispiel drauflegen, muss man nicht mehr irgendwie weg vom Steuern. Wie wird er denn mit Strom versorgt? Strom, ja, das kommen wir schon gleich mal zu den Problemen, meiner Ansicht nach. Du siehst ja diese Tasten hier, die sind eingebettet in so einer Platte und die ploppt weg. Und dann haben wir hier zwei AA-Batterien. Wie beim OUYA-Controller. Genau, und da kann man natürlich aufladbare Batterien reinpacken. Generell die dabei liegen, die sind aber nicht aufladbar, sollen so für 80 Stunden halten. Also man kann sie auch nicht über das Kabel hier oben laden oder sonst was. Kein Akku. Ärgerlich. Das ist dann auch ein bisschen frimmelig, die rauszubauen. Muss man hier so einen Hebel runterdrücken, dann ploppt es raus. Und ja, ich weiß auch noch nicht, wie das im Dauerbetrieb ist mit den Buttons, die dann hier in dieser Schale eben drin sind. Das ist ja witzig, mit der Schale drückt man sozusagen auf Buttons, die bei dem Batteriefach innen drin verbaut genau, sind. Genau. Und ob die dann, also die sehen zwar relativ hochwertig aus und fühlen sich auch so an, auf Dauer, ob dann da auch mit Dreck und so weiter, ob der dann vielleicht hier reinkommt, wird man sehen. Der Micro-USB-Anschluss ist dafür da, um das Ding einfach mit Kabel zu bedienen, ohne Batterien. Genau. Normalerweise läuft das alles kabellos über einen kleinen Empfänger, den man in die USB-Buchse packt beim PC. Kann man aber auch per Kabel machen. Was steckt denn noch drin im Controller, was wir jetzt vielleicht in der Kamera und mit unseren Augen nicht sehen können? Gibt es Vibrationsmotoren? Gibt es irgendwelche anderen Features? Also stolz sind sie zum Beispiel eben auf die Schultertasten, weil die haben eben zuerst mal einen analogen Weg. Erst analog. Und wenn man dann durchdrückt, dann kann man noch eine Bestätigung. Also noch ein Klick am Ende. Genau, genau. Kann man jetzt zum Beispiel drauflegen, wenn man zuerst anziehen, dann zielt er über Kimme und Korn bei einem Shooter, durchdrücken, dann schießt er. Ist ganz praktisch. Sowohl unter den Schultertasten als auch den Touchpads sind kleine Motoren drin. Bedeutet, wenn man über das Touchpad drüber fährt, dann hat man da so ein Geräusch und man merkt eben so ein haptisches Feedback. Du kannst es ja vielleicht mal an dein Mikro halten direkt, damit man vielleicht...
Man kann das lauter oder leiser bzw. stärker oder schwächer stellen, um dann eben ein haptisches Feedback zu haben, wenn man... Bringt das, ich habe mich irritiert, das ehrlich gesagt bis jetzt. Ich habe mich noch nicht viel während des Spielens mit diesem Controller beschäftigt, habe ihn jetzt öfters mal in die Hand genommen, als du ihn getestet hast. Mhm. Wenn du dieses Feedback aktiviert hast, was für mich eher nach einem komischen Geräusch klingt, bringt dir das was? Fühlt sich das Spielen dadurch besser an? Es ist ja nicht nur das Geräusch, also man spürt es ja auch, wenn man eben mit dem so eine leichte Vibration, ja. Genau. Und mir bringt es schon was. Also ich mag das, wenn ich merke, so ja, okay, hier ist ein bisschen Widerstand, hilft mir irgendwie bei der Präzision. Mhm. Und ja, auch ansonsten, ich finde, der fühlt sich hochwertig an. Mich stört jetzt dieser Klarlack hier. Das sieht man jetzt schon, das ist halt einfach Fingerabdruckmagnet. Aber er liegt gut in der Hand. Ich denke mal, auch Leute mit wesentlich größeren Händen als ich, was jetzt nicht schwer ist, dürften damit keine Probleme haben. Aber ja, in einer Hand habe ich hält er sich ein bisschen schwerer als der Xbox-Controller, weil er eben auch schwerer ist. Aber ja, auch die Tasten sind gut erreichbar, Klick ist satt. Alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie man ihn denn im Spiel einsetzt. Mhm. Wir haben hier Steam im Big-Picture-Modus laufen. Dafür ist er auch gedacht. Das ist ohnehin ein Interface, das für die klassischen Controller gemacht wurde und für das bequeme Betrachten der Spieleliste am Fernseher. Genau. Wir können ja uns ja gleich hier mal so ein typisches Valve-Vorzeigespiel anschauen, nämlich Portal 2. Sehr schön. Ja. Und ich bin mir sicher, da es von Valve kommt, gibt es ja auch wirklich eine durchdachte, native Unterstützung für diesen Controller. Exakt das, ja. Generell haben sie gesagt, dass zum Start über 5000 Titel von der Steam-Bibliothek eben unterstützt werden sollen. Bis jetzt, bei vielen funktioniert es so reibungslos wie bei Portal, nicht in so vielen. Aber es hieß auch, dass die Entwickler das relativ simpel umstellen können. Also ihre Titel auf den Steam-Controller umstellen können. Ich habe es jetzt hier einfach durch einen Druck auf den Steam-Button auf dem Controller eben, öffne ich das Overlay. Und dann kann man eben hier auf Controller verwalten gehen und kann dann hier die ganze Tastaturbelegung ändern. Das ist extrem umfangreich. Ich kann jetzt allein schon mal hier reingehen, das ist jetzt der Bereich für das rechte Trackpad. So, ist jetzt im Moment In-Game-Action auf Kamera, also ich schaue mich damit um. Jetzt kann ich es aber auch noch ändern auf zum Beispiel... ein Digipad oder Bewegung, eine Bewegung, genau, ja. Genau. Wir zeigen es dann noch in einem anderen Spiel, wo man dann auch noch die Maus... darstellen kann oder einen Trackball darstellen kann. In dem Spiel jetzt kann ich in dem Menü umstellen, was das Spiel machen soll. Also in dem Fall kann ich jetzt halt hier sagen, okay, das orange Portal ist auf der Taste. Im anderen belege ich dann eben eine konkrete Tastaturtaste auf diese Taste. Was auch gut ist, hier unter Voreinstellungen gibt es die empfohlenen Voreinstellungen, das sind jetzt eben offizielle Valve Portal 2 Steuerungen oder von der Community. Also kann sich auch abgespeichert jeder Steam-User hinsetzen und sich seine eigene Tastenbelegung und Steuerungsoptionen zusammentüfteln und diese dann sozusagen in die Community abschicken und wenn sie... Exakt das, ja. Wenn sie gut ankommt, wird sie wahrscheinlich auch in den Ergebnissen oder in der Liste dann weit oben landen. Wer sie benutzt, dann wird die hochgewertet. Wenn sie weniger Leute benutzen, wird sie runtergewertet. Und jetzt zum Beispiel, könnte ich jetzt auch machen, hier auf Y speichern, dann kann ich es entweder privat speichern oder auf öffentlich. Mhm. Also dann. Das ist ja eigentlich ziemlich clever, dass hier der Steam-Controller die Brücke zwischen einem Controller und der Tastatur dadurch schlägt, dass man hier praktisch eigentlich alles emulieren kann, sowohl einen klassischen Controller als auch eine Tastatur und Maus. Und dass man sich dabei selbst die Arbeit nicht machen muss als Spieler, das alles selbst zusammenzubasteln, sondern dass man darauf hoffen kann, genau, wenn es nicht gerade der nischigste aller Nischentitel ist, dass da bereits online Vorkonfigurationen existieren. Mhm. Und ja, jetzt warten wir aber kurz darauf, dass es lädt. Und dann würde ich sagen, kannst du ja mal. Ich soll das machen. Natürlich. Alles klar. Sollte ja intuitiv sein. Intuitiv. Bin gespannt. Auf jeden Fall ist es seltsam, keine Analogsticks zu haben und nur so Touchpads. Guten Morgen. Ihr Hyperschlafdauer
Und wie schön, ich habe dieses Spiel schon lange nicht mehr in den Händen gehabt. Okay, das fühlt sich eigentümlich an. Vor allen Dingen beim Loslassen vom Pad rutscht die Maus immer noch einen Tick nach unten. Es gibt so einen Loslasseffekt. Es gibt noch Bugs, ja. Darum ging es mir jetzt auch. Teilweise, es kann nicht mit der Präzision von einer wirklichen Maus mithalten. Mm-mm. Und selbst bei so Vorzeigetiteln gibt es immer noch Bugs, dass die, ja, eben wie du es jetzt hast, Kamera schaut einfach immer mal wieder nach unten. Da kann man in dem Optionsmenü kann man rumtüfteln ohne Ende und kann sich das auch alles passend einstellen. Aber ich fand schon, das ist etwas enttäuschend, dass selbst diese Reihenwerftitel eben. Das ist auch für mich ein herber Schlag, dass insbesondere das Portal 2, was ja eigentlich keine allzu komplexe Steuerung hat, das ist umschauen, linkes Portal, rechtes Portal und Dinge nehmen, dass das jetzt eigentlich nicht spielbar ist. Das sind jetzt aber die offiziellen Konfigurationen für dieses Spiel von Valve. Aber du kannst ja jetzt mal auf die Steam-Taste drücken und dieses Overlay holen und eben Controller verwalten wieder. Und hier gibt es dann eben die empfohlenen Vorlagen, die von der Community erstellten Vorlagen und noch die allgemeinen Vorlagen. Das ist so eine generische Hülle praktisch für den Controller, so dass am Spiel lediglich die Input-Eingaben von der Tastatur oder von dem Gamepad ankommen, sodass das Spiel gar nicht mitbekommt, dass du hier einen komischen Hybriden in der Hand hast. Genau, also wenn jetzt zum Beispiel generell das Spiel unterstützt schon irgendeinen Controller, wie den Xbox-Controller, dann kann man das eben wählen. Funktioniert nur leider nicht. Portal 2 scheint in der Tat noch ein bisschen verbuggt zu sein. Ja. Das ist ja tragisch. Ja, das ist mir nicht wirklich erklärbar, aber andererseits haben die Entwickler auch gesagt, bis zum November wird sich da noch viel tun an der Oberfläche und das wird alles überarbeitet. Trotzdem, so ein Spiel wie Portal sollte eigentlich schon von Anfang an funktionieren. Immerhin, die zweite Voreinstellung funktioniert, die offizielle. Und es ist eigentlich ganz gut spielbar. Und in dem Fall stört mich gar nicht so sehr. In dem Fall funktioniert das sogar, wenn ich das Pad loslasse, dass die Maus dann nicht irgendwie nachzieht. Hast du schon ein Spiel mit dem bisschen mehr Laufleistung hinter dir hast, dass du ein bisschen länger gespielt hast, wo der Controller vielleicht sogar richtig gut funktioniert? Können wir was anderes sehen? Ja, wir können mal Call of Duty Black Ops spielen. Also okay. Black Ops 2. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt weder Call of Duty Fan noch Controller Fan. Aber ich muss sagen, da habe ich mich im Vergleich zu einem Xbox-Controller gar nicht mal so schlecht angestellt. Ich überlasse dann trotzdem mal das Spielen dir. Aber mit Call of Duty kann man eben wirklich sehr viel und sehr genau den Controller mal anpassen. Dauert natürlich jetzt alles ein bisschen, weil wir online erstmal Gegner suchen müssen. Dann suche ich schon mal erstmal nach Mitspielern und dann kann ich ja währenddessen mal ganz kurz in die Controller-Einstellungen schauen. Genau. Was es für Voreinstellungen gibt. Es gibt da die klassischen Vorlagen und die empfohlene Vorlage, die einfach nur ein Gamepad emuliert. Ach so. Genau. Und das funktioniert bei Call of Duty ordentlich? Funktioniert wunderbar, ja. Also mal öffentliches Spiel. Ja. Genau. So. Aber wenn du jetzt nochmal in die Einstellungen reingehst von dem Controller. Mhm. Also, wenn du jetzt rüber gehst auf das rechte Trackpad. Wie komme ich da rüber? Sind wir wieder einem Bug aufgelaufen? Muss ich die Maus benutzen? Ich muss tatsächlich die Maus benutzen. Also, das rechte Trackpad ist zurzeit die Maus. So. Und da kann ich sozusagen auch einen Stick draus machen? Genau. Da siehst du jetzt alles, was dieses Trackpad alles emulieren kann. Ein Mausrad sogar. Das ist ja witzig. Ein Tastenfeld. Ja. Bei der Joystick-Bewegung hast du dann eben dieses typische, dass wenn du weiter nach außen gehst, dann dreht er sich schneller. Und wenn ich loslasse, vor allen Dingen zentriert er wieder. Ja. Was eine Maus auch anders macht. Da bleibt der Cursor, wo er ist. Aber am besten funktioniert es in Shootern wirklich, wenn du diese Maus-Emulation nimmst. Die du jetzt nicht ausgewählt hast. Aber ich würde einfach wieder die empfohlene Voreinstellung auswählen und zurück. Was ist jetzt? Ich bin in der Freundesliste gelandet, jetzt bin ich im Spiel.
Such mir fix eine Klasse aus und probiere das fix. So. Okay, etwas schwammig, ungewohnt. Aber das ist wahrscheinlich auch Übungssache. Mit Sicherheit, ja. Aber du kannst ja eben jetzt auch wieder alles schön einstellen. Geh mal hier raus, nochmal einen Controller verwalten. Ja, da drauf jetzt geht. Funktioniert das Pad auch noch für die Bewegung. Also es ist in der Tat noch nicht hundertprozentig fertig. Hier geht es ja überall Stolpersteine. Wir sind da immer noch am Arbeiten, ja. Wenn ich hier wieder auf Maus stelle, bin ich wahrscheinlich besser bedient. Mhm. Und da sieht man auch tatsächlich, das fällt mir jetzt erst auf, wenn ich das hier konfiguriere, wo der Sweet Spot, also wie groß der Bereich ist, in dem er funktioniert, wenn ich jetzt auf Joystick stelle. Sehr viel kleinerer wird in der Mitte gezeigt. Sehr viel kleinerer Bereich, in dem anscheinend die Bewegung registriert oder nicht registriert wird. Nee, die wird auch schon außen registriert, aber eben, du musst von der Mitte aus starten. Also du musst wie bei einem Joystick eben auch immer den Daumen immer wieder zurück in die Mitte auf den Joystick legen. Hm. Bei der Maus, wenn du jetzt nochmal reingehst kurz auf die Maus, das wollte ich nämlich nur zeigen, wie umfangreich das eben ist, weil du hast unten eben auch noch erweiterte Einstellungen. Und ja, es ist herrlich, was man da alles einstellen kann. Aber man sieht eben, zum Glück kann man diese Templates dann eben auch abspeichern oder sich schon vorgewählte Templates nehmen, weil da kann man sich wirklich drin austoben. Oh, gleich deutlich besser. Mhm. Es ist nach wie vor ungewohnt, auch den linken Analogstick zu wählen, der halt nicht symmetrisch ist mit dem rechten Touchpad. Aber auch da könnte ich ja theoretisch auf das Touchfeld links umstellen. Hat das dieselbe Funktionalität wie das rechte Touchfeld oder ist das in irgendeiner Form hardwaremäßig beschnitten? Nö, hat dieselbe Funktionalität. Okay, na, das fällt mir durchaus leicht, mich hier umzuschauen. Das ist natürlich Call of Duty ein sehr schnelles Spiel, bei dem ich wahrscheinlich hier keinen einzigen Kill schaffen werde. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich an diese Steuerung gewöhnt. Sie ist halt meiner Meinung nach, und ich weiß nicht, wie du das siehst, weder der Maus und Tastatur noch dem Controller in irgendeiner Form überlegen, aber ich finde einigermaßen okay, schlägt es tatsächlich die Brücke. Ja, genau, es ist okay, aber ich weiß trotzdem nicht genau, für was es gut sein soll. Weil es wird niemals so genau wie eine Maus. Oder was heißt, es wird niemals, es ist es eben im Moment nicht. Es ist aber jetzt auch nicht so eingängig wie ein Controller. Von daher. Es ist eben ein Mittelding. Es ist vor allen Dingen nicht idiotensicher. Das ist kein Controller, zumindest jetzt nicht, den ich einstecke und er funktioniert wunderbar. Ich bin der Meinung, gerade bei Call of Duty muss man jetzt wieder sehr viel im Spielmenü an der Empfindlichkeit umstellen. Ja. Man muss sich sehr viel mit den erweiterten Einstellungen des Controllers beschäftigen, wenn man ihn wirklich ausreizen will. Ja. Ich bin der Meinung, es steckt jede Menge Potenzial drin. Es hat Potenzial, diese ganzen Einstellungen. Die PC-Spieler sind es ja auch schon gewöhnt oder sollten damit umgehen können, aber es ist eben jetzt nicht einfach Plug and Play und fertig aus. Es wird natürlich noch besser werden, wenn der erstmal draußen ist und die Leute ihre eigenen Templates abspeichern und man dann einfach mal, okay, ich muss nichts mehr selber einstellen, ich nehme mir einfach das Template von dem und dem Spieler und mit dem fühle ich mich wohl. Aber ja, es ist eben nicht idiotensicher und man muss sich erstmal reinfrimmeln. Generell, ich habe auch mal, um so die Härteprobe, habe ich auch mal Counter-Strike probiert. Ist natürlich angenehm, weil es langsamer ist jetzt als Call of Duty, aber natürlich dann auch viel schwieriger von den Gegenspielern her. Und man hat überhaupt keine Chance gegen Leute, die mit einer Maus spielen. Aber es war ganz interessant. Dasselbe gilt auch für Strategiespiele, wo dann eben das Trackpad die Maus darstellt. Und es geht erstaunlich gut eigentlich, wenn man sich dann eben auch wieder, wenn man sich alles eingestellt hat. Hm. Wenn man sich die ganzen Shortcuts, die normalerweise auf der Tastatur verstreut liegen, eben auf die einzelnen Tasten legt, auch eben mit den hinteren Tasten noch in Kombination, kann man da schon ganz gut agieren. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen wie der Umstieg von Maus und Tastatur auf Controller. Das ist insbesondere bei Shootern etwas, das muss man als PC-Veteran lernen und das geht nicht schnell. Das dauert Wochen und Monate, bis man da ähnlich souverän unterwegs ist. Ich habe das Gefühl, sowohl Controller-Spieler als auch Maus- und Tastaturspieler werden sich an den Steam-Controller gewöhnen müssen. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern das hilft,
Steam im Wohnzimmer zu etablieren. Es ist auf jeden Fall ein witziges, ambitioniertes Gerät und es übt eine gewisse Faszination aus. Aber ob ich es brauche? Es wird mit Sicherheit nicht die klassischen Konsolen ersetzen. Richtig. Es wird auch nicht den PC ersetzen. Es wird auch, meiner es Meinung sitzt nach dazwischen drin und dafür ist es auch ganz gut. Es ist vielleicht auch super für Leute, die keinen Bock haben, wenn sie sich einen Heimkino-PC gebaut haben oder so ein Wohnzimmer-PC. Ob das jetzt Steam-Machines sind, wie sie verkauft werden, ob man sich da selbst was baut, ist ja herzlich egal. Und die dann keine Lust haben, das da auf dem Wohnzimmertisch auszubreiten, um zum Beispiel mal eine Runde Civilization zu spielen, ja, was ja ohnehin ein langsames Spiel ist oder eine ähnliche Rundenstrategie oder ein klassisches Rollenspiel, dann ist man sogar, denke ich mal, hiermit ganz gut beraten, wenn man sich da reinfummelt. Mit Sicherheit, ja. Es ist angenehm. Ich habe selbst Hearthstone jetzt zum Beispiel. Hearthstone, okay, man braucht ja nur eine Maus. Aber es ist angenehm, wenn man einfach auf der Couch hockt und auf dem Fernseher Hearthstone spielen kann, wenn man jetzt eben mit einer Steam-Maschine an den Fernseher zum Beispiel rangeht oder mit dem Steam Link, wo wir ja dann auch noch was dazu machen. Ist ganz angenehm und ist mal was anderes mit dem Trackpad. Ja, aber man sieht, es ist verbuggt. Jetzt hat es nämlich gerade schon wieder gesponnen. Genau. Ja, dann bin ich gespannt, wie sich der Steam-Controller weiterentwickelt, insbesondere softwaremäßig und was die Voreinstellungen angeht. Wer weiß, vielleicht haben wir in einem halben Jahr ja schon eine riesige Vielfalt an Vorkonfigurationen. Das macht einfach Spaß, sich da so ein bisschen durchzuprobieren und vielleicht gibt es dann auch in den Communities und auch von der Entwicklerseite aus eine deutlich bessere Unterstützung hierfür. Und mit beiden Händen tippen? Ja, das hat mich ein bisschen so daran erinnert, als man früher so das erste Mal ein Handy in der Hand gehabt hat. Oder am Anfang, wenn man immer die Mädels bewundert hat, wie schnell sie SMS schreiben können. Auch wieder so ein Fall. Ich würde jetzt mal rausgehen und in den Browser zeigen, wenn es jetzt nicht so lange dauern würde. Aber generell, da funktioniert es genauso. Man kann eben hier man hat die Daumen auf den beiden Trackpads, schwebt über die Tasten, hat auch ein wieder dieses klickbare jetzt, wo ich Call of Duty etwas gespielt habe, weiß ich übrigens, ja, der Klick ist so eine Distanzanzeige. Drei Klicks sind immer eine gewisse Länge. Das hilft einem ein bisschen so, die Entfernungen intuitiv abzuschätzen. Gar nicht mal so blöd. Ja. Und mit dem Schreiben, wenn man sich dran gewöhnt hat, geht's auch. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, aber ich habe auf jeden Fall ein Gefühl dafür bekommen, ja, okay, wenn man sich damit beschäftigt, dann gewöhnt man sich an das Schreiben, wer es jetzt braucht, mit dem Controller noch zu tippen. Eine Frage, wenn ich jetzt mit Steam im Big-Picture-Modus irgendwas spiele und plötzlich will ich da irgendwas anderes an meinem PC machen, kann ich hiermit auch Maus und Taste, also zumindest die Maus emulieren im klassischen Windows-Betrieb? Oder ist der Steam-Controller nur innerhalb von Steam zu gebrauchen? Steam muss laufen. Mhm. Du musst nicht mal angemeldet sein, aber das Steam-Programm muss offen sein. Dann erkennt Windows das rechte Trackpad als Maus. Also kann man auch schnell mal irgendwie einen Skype-Anruf entgegennehmen oder fix mit dem Browser was checken. Ja. Und diese Bildschirmtastatur lässt sich auch aufrufen? Nee. Schade. Die lässt sich nicht aufrufen. Aber es wird auch in anderen Spielen erkannt, aber nicht als Steam-Controller, sondern dann meinetwegen als Xbox-Controller. Okay. Aber ich habe auch einen Witcher, das ich nicht in Steam gestartet habe, steuern können damit. Alles klar. Na dann, danke für diesen ersten Eindruck vom Steam-Controller. Ein Controller mit großen Ambitionen, mit faszinierender Flexibilität, der man nicht so hundertprozentig sein Ziel trifft. Könnte aber noch was werden. Vielen Dank, Jan, und wir sind gespannt darauf, ob er wirklich so einschlägt, wie Valve sich das erhofft.